Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei Truck & Trailers. Heute geht's weiter, wir haben ja das letzte Mal den Führerschein bestanden. Mit Bravour überall, Goldmedaille. Und dann nehmen wir uns gleich mal einen neuen LKW von Iveco und starten mal mit der nächsten Aufgabe. Ein Autotransport zu fahren macht Spaß, wie dem auch sei, du hast die Aufgabe bekommen, die 6 brandneuen Autos auszuliefern und es wäre ärgerlich, wenn sie beschädigt ankämen. Das sollte doch ein leichtes Spiel sein. Auch hier einfach wieder einzuparken zwischen zwei LKWs. Natürlich versuche ich trotzdem immer Gold zu bekommen, auch wenn das wahrscheinlich nicht möglich ist. Denn da muss man echt rasen. Mit dem Lenkrad ist es natürlich vielleicht noch ein bisschen schwieriger oder einfacher, je nachdem. Aber mit Silber kann ich mich zufrieden geben. Nächste Aufgabe. Einparktest. Ein geübter Fahrer zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Lage ist, schnell einzuparken. Versuche deswegen so schnell wie möglich vor dem Rasthof zu parken. Naja, also da würde ich jetzt mal eher nicht dazu stimmen, dass es gut ist, schnell einzuparken, denn es ist besser, langsam, präzise und mit Sicherheit einzuparken, statt hastig. Aber gut, wenn ihr das sagt und denkt, dass das so wäre, dann lasse ich euch mal das glauben. Im LKW fahre ich ja gerne immer so in die Parklücke, damit man ein bisschen Freiraum hat, rückwärts einzuparken. Das Beste ist ja, sie wollen es einfach eigentlich gar nicht perfekt, sie wollen es einfach bloß gemacht haben. Dampfwalze. Geht gleich weiter. Die Errungenschaften werden so klein angezeigt, dass ich es nicht mal lesen kann. Deshalb muss ich kurz meine Brille anziehen. Vielleicht hilft das was. Mal schauen. Denke ich wahrscheinlich eher nicht unbedingt, aber ist ja egal. Nächste Aufgabe und weiter geht's. Fabrikbelieferung. Eine schlichte Lieferung von Teilen soll an die Laderampe einer großen Fabrik gesetzt werden. Dies wird deine Fähigkeiten beim Rückwärtsfahren in eine kleine Lücke erproben. Sieht mir jetzt nicht so klein aus. Aber ist wieder Ansichtssache. Ich sehe da irgendwie gar keine Lücke, aber ist ja gut. Man parkiert einfach links außen. Und dann hat man es auch schon geschafft. Wo ist jetzt hier die Lücke? Ich bremse immer zu früh ab, das ist das Problem. So. Silber. Auch gut, kann ich mitleben. Weiter geht's. Freunde, gerade auf dem Rastplatz angekommen, bemerkst du deine Freunde Mike und Pete. Platziere dich neben ihnen. Okay, zwischen zwei LKWs. Und ich stehe irgendwo. Nirgendwo. Komm, rückwärts aus der Lücke heraus. Hier sind Pylonen neben mir. So sollte es eigentlich gehen. Ja doch.
Sieht gut aus. Oder auch nicht. Das würde man jetzt im realen Leben eigentlich auch nicht machen, gegen den Strich fahren, aber okay. Wenn ich ja unbedingt neben Mike und Pete parkieren möchte, geht's halt nicht anders. Also das hier würde man eigentlich wirklich nicht machen. Aber gut. Es ist ja nur ein Spiel. Weiter geht's. Mit der nächsten Aufgabe. Zurück auf der Straße. Deine Zugmaschine wurde gerade repariert und du liegst deutlich hinter dem Plan zurück. Koppel deinen Auflieger an und setz ihn auf einen anderen Stellplatz. Es ist schön, dass man hier immer wieder Assets und Fahrzeuge, Anhänger, Auflieger sieht, die dann auch wirklich im Euro Truck Simulator gebraucht wurden. Im ersten Teil wie auch im zweiten Teil. Finde ich irgendwie nice. Hat ein bisschen Nostalgie-Feeling. Okay, das ist richtig schlecht, was ich hier mache. Oh shit. Neustart. Das war jetzt richtig schlecht. Also, überall Goldmedaillen zu schaffen, ist glaube ich gar nicht möglich. Also man würde hier wirklich fahren wie ein Rowdy. Nur schon hier in die Parklücke zu kommen und den Auflieger anzuhängen, ist ja schon ein bisschen was an Arbeit. Solange Silber drin ist, reicht mir das. Denn beim Truckfahren geht es eigentlich nicht um Zeit. Denn Zeit, also klar, Zeit kostet Geld, aber auch möglicherweise Unfälle. Müdigkeit. Fehler. Was schnell mal ein Leben kosten kann. Und das im Straßenverkehr natürlich nicht so gut. Kaufrausch. Deine Sendung mit neuen Spielkonsolen wird vom Kaufhaus dringend erwartet. Nutze deine Erfahrung, denn an der Laderampe geht es ziemlich hektisch zu. So, ich drücke da immer die falsche Taste. Also, wir müssen jetzt hier zwischen den anderen zwei LKWs parkieren. Allerdings wird das uns hier nicht gerade einfach gemacht. Okay, das bin ich schon mal falsch angefahren. Das ist natürlich sehr gut. Und so wird das natürlich gar nichts. Können wir gleich neu starten. Ja. Das ist auch so eine Sache. Man sollte immer den Stellplatz richtig anfahren. Denn sonst wird das nichts. Hier dazwischen. Sieht schon ein bisschen besser aus. Allerdings muss ich noch mal vorziehen, damit der Trailer auch gerade kommt. So.
Das reicht aber auch schon wieder. Boah, kann man so lassen. Sieht schlimmer aus im Rückspiegel, als es wirklich ist. Hotelaufenthalt. Manchmal ist eine Tour zu lang, um an sie an einem einzigen Tag zu bewältigen. Deshalb haben dich deine Kunden in einem schicken Hotel untergebracht. Dumm nur, dass dein Sperrplatz zwischen zwei anderen LKWs liegt. Ja, das schaffen wir schon. Schön ausholen, damit wir den Zaun hier nicht mitnehmen. So, nice Gold. Goldstück. Good and Gold. Das ging jetzt einfach. Hier muss man wahrscheinlich wirklich nicht immer so exakt einpacken, wie ich das gerne hätte. Sicherheit. Manchmal, wenn du eine wertvolle und gut erkennbare Fracht transportierst, ist es besser, zwischen anderen LKWs zu parken und nicht auf einer offenen Fläche. Wait. Da ist ein Fahrzeug hinter uns. Ha. Die wollten uns austricksen. Aber ich hab's gesehen. Zum Glück kommt ja hier niemand auf die Raststätte gefahren. Denn sonst könnten wir das auch gar nicht machen. Was ich hier jetzt mache. Ich weiß nicht, wie man das in Gold schaffen soll, aber gut. Die Entwickler haben es wohl sicherlich irgendwie hinbekommen. Keine Ahnung. Naja, egal, weiter geht's. Dringende Baumstämme. Das Sägewerk benötigt dringend eine Lieferung. Parke also schnell deinen Auflieger. Hier schaue ich ganz kurz, wo ich hin muss. Okay. Okay. Also so etwas. So halb um die Ecke dort hinten. Dieses Spiegel ist halt dummer zum Fahren. Aber anders geht's fast gar nicht. Naja. Ne, starte ich nochmal. Ich mache lieber einen Kreis. Also ich drehe lieber den LKW kurz um. Und fahre dann auf der Fahrseite rückwärts hinein. Ich bin ernsthaft in die Wand gefahren. Denn so geht's viel einfacher. Zur rechten Seite ist nichts. Jetzt können wir nämlich Schubdüse geben. Und knallhart einschlagen, was schon zu viel war. Können wir aber korrigieren. Vielleicht reicht es noch für Gold. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Ich versuch's. So gut es geht. Doch, es reicht. Gut, perfekt, wow. Richtig scheiße einparkiert. Aber ist ja egal. Da sind die anderen zwei Spiele. Der ETS 2 und die ATS wirklich viel. Banausiger, wenn es ums Einparken geht, wenn man denn auch wirklich das aktiviert.
Auch hier wieder, so soll ich entweder hier drüber rüberfahren oder diesen Weg hier nehmen, wenn das verboten ist. Finde ich ein bisschen komisch. Hier den Warnblinker an. Aber gut. Es gibt alles, was es nicht gibt. Ich habe gar nicht gelesen, warum wir überhaupt hier parkieren müssen. Wow. Da hat uns der Trailer gerade etwas gedreht. Sonst hätte ich es ohne Hase vielleicht in Gold geschafft. Nächste Aufgabe. Weiter geht's. Süße Träume, in diesem Job musst du die Liefertermine einhalten. Zu verschlafen ist dabei nicht gerade hilfreich. Also beeil dich und bring dein LKW zum Ausfahrtstor. PS, kauft lieber einen neuen Weg. Okay. Da haben wir ein bisschen Platz. Jetzt voll einschlagen. Können dort rückwärts auf den Parkplatz, dort hat es kein Fahrzeug. Wenn man es denn richtig machen würde, nicht so wie ich. Sorry für die ruckartigen Bewegungen mit der Maus, aber einhändig das Lenkrad zu steuern und die Maus ist ein bisschen tricky. Okay, Neustart. Selbe Muster drin liegen. Rückwärts um den LKW herum wäre vielleicht einfach. Bis er auch endlich mal wirklich in den Rückwärtsgang schaltet, ist auch immer so eine Sache. Kommt schon. Okay, und rum. Und Vollgas nach vorne, komm schon. Der braucht echt lange zum Schalten. So. Nächste Aufgabe. Truckerfest. Zeit für etwas Spaß. Deine Kollegen haben ein Zeitfahren organisiert. Nicht etwa mit schnellen Autos, sondern mit LKWs. Fahr so schnell wie möglich. Fahr so schnell wie du kannst um den Kurs. Okay. Das sollte eigentlich nicht allzu schwierig sein. Denke ich mal zumindest. Wow. Irgendwie steuert sich das gerade echt schrecklich. Mit dem Lenkrad. Weil der LKW voll verzieht. Oh, das war eng. Und das sieht auch eng aus. Da war wieder ein Hase. Seht ihr das? Der schaut irgendwie von alleine nach rechts oder links. Voll komisch. Aber ich glaube, ich mach mich gerade echt gut. Ich darf bloß nicht irgendwie einen Unfall bauen, sonst wäre alles für den Sack. Oder Arsch. Wie man es auch sehen will.
Hier noch eine schöne Schikane. Auch die habe ich gut genommen. Ist halt echt eng, aber es geht voll klar. Biedenhase. Dort hinten kommt das Ziel. Nice. Fuck you. Sorry. beim letzten noch einen Fehler gemacht. Shit. Fast hätte ich es gehabt beim ersten Versuch. Fast. Aber fast ist halt nur fast. Dann kann ich mich wenigstens mal etwas hier zurücklehnen. Aber Gold liegt hier mit Sicherheit drin. Stellt sich echt weird. Vielleicht ist es auch nur der Truck oder irgendwie habe ich die falschen Einstellungen beim Lenkrad eingestellt. Denn beim Rangieren ging es ja. Habe jetzt hier so. Oh, das war knapp. Auf schneller Fahrt. Muss man ein bisschen raten, wie der LKW reagiert. Okay, vor dem Ziel bremse ich dann ein bisschen lieber ab. Und schau, dass ich halt wenigstens Silber erreiche. Wenn es nicht Gold wird, wird es wenigstens Silber. Zum Beispiel hier ein kurzes bisschen abbremsen. Damit wir eben nicht rutschen wie vorhin schon mal. Aber Platz hat man eigentlich genügend. Wenn man sich das so anschaut. Boah, das war auch knapp. Okay, hier ist kurz abbremsen. Keine eiligen Schlüsse ziehen. Denn sonst passieren eben Unfälle. Deshalb finde ich das Ganze auf Zeit eigentlich etwas doof. Aber gut. Wenn man ja darauf besteht. Gold liegt wahrscheinlich nicht mehr drin. Würde ich mal sagen. Jetzt ist das Problem wieder mit dem Mikrofon und der Maus. Ich sehe dort hinten die Barrikade nicht. Gold liegt nicht mehr drin, schade. Komm, fahr rückwärts. Komm, nimm's an. Gut. Wenigstens Silber. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Truck and Trailers. Boah, geht so, ne? Bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.